Der 27-jährige Schwimmer wurde, so erzählt er's, in einer römischen Disco von 4 Türstehern krankenhausreif geprügelt. Ein sichtlich gezeichneter Markus Rogan heute Nachmittag am Weg zu Untersuchungen in eine römische Privatklinik. Die Ereignisse in der Nacht kommentiert Österreichs Schwimmstar kurz und bündig. Ja, ich bin niedergeschlagen worden, was soll ich da sagen? Also, Unklar bleibt Hergang und Grund der Auseinandersetzung. Klar ist, dass Rogan mit Kollegen am Abend essen geht. Ob und wie viel Alkohol dabei fließt, ist nicht bekannt. Beim anschließenden Disco-Besuch gerät der Wiener mit Türstehern in Streit. Rogan muss mit Schwellungen im Gesicht und dem linken Bein bis morgen in der Klinik bleiben. Das war's von der ZIP 20.